Willkommen zur nächsten Runde South Park. Wir treffen uns jetzt in einem für uns passenden Klo auf dem Spielplatz. Da bin ich schon mal hingegangen mit unserem Callgirl. Ja, gespannt, was sie jetzt will. Ja, ich bin hier. Ich warte auf dich in deiner Toilette. Und dann müssen wir ins Kuhn-Versteck. Wieso? Hey, wir sind doch beides. Da müssen wir ins Kuhn-Versteck und auf dem Weg hierhin habe ich auch eine Einladung von Carpens böser Hand bekommen. Uhuhu. Du musst zugeben, wir Mädchen haben den großen Vorteil, dass unsere Klos sauber sind. Na egal, ich habe ein Problem. Das ist gelogen, die sehen meistens viel schlimmer aus. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dabei die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Ach so, okay. Hilfcall, ja, bei D-Mobile. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Dafür, ohne Witz, dafür dahin. Weißt du? Wie ätzend. Jetzt ist sie da. Ja, okay, ich müsste eh hier jetzt zu der schnellen Reise, dann können wir dir auch direkt da gerade helfen. Es ist halt unnötige Lauferei, weißt du, rennst da zum Spielplatz, damit ihr sagt, oh, hilf mir da am anderen Ende der Stadt. Also, da hätte ich hochgekonnt, da auch, will ich jetzt aber nicht. Der Freeman hat auch auf Kunstzugang geschrieben, haben wir was, an das wir glauben können. Dass wir mal vorbeikommen sollen. Hier kommst du nicht rein. Ja, komme ich mittlerweile wohl. Oh, will ich aber gerade gar nicht. Ja, okay, guten Tag, bereit, die Dame. Ja, komm, hau rein, hier, gib Gas. Wenn ich meine, wir haben eh viel zu viel Macht. Kann, wir haben 423 oder so und das ist für 350. Willkommen bei D-Mobile. Was? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Alter, echt. Im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch, wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Korgel, rett uns! Komm, bunter Arsch, denen reißen wir die Asche auf. Alles klar, gegen die Krebsmenschen. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen. Ob Freedom Pool oder Pool, so ich find dich cool. Ich kann bis da vorne hin. Was? Ja, okay. Dem Troll hast du's gezeigt! Das sind ja nur noch drei. Vergiss es. Was auch immer ja, jetzt nur noch zwei. Waren das nicht und eben drei? Sache, so. Ja, erstmal auf den. Vor allem hat er halt auch ein Handy. Okay, frieren wir den da hinten mal ein. Ups, na. Verfluchten Menschentricks! Ich bin gekühlt! Fang frisch quasi! Ja, fang frisch. Was ist das? Ach so. Nee. Machen wir das mal. Ah, wow, und dann noch ein. Schön ins Licht gehen, Troll. Seht die Macht des Managers. Oh, echt? Manager King Crab, Employee of the Month, alles klar. Oh Gott, wie behindert. Oh. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Ich komme nur zu dem hier. Auch von hier, ja, okay. Guter Schuss!
Schaff's doch ein Schaff! Oh was? Oh was? Wer hat die gebufft? Mein Internet! Ja gut, der wäre dann down. Aber der hier ist erstmal wichtiger, glaube ich. Brutal! Alle meine Klingeltöne! Alle meine Klingeltöne! So auch, und dann klatscht er noch dahinter gegen den. Dabei können wir den Boss einfrieren? Ah, von hier eh nicht. Ja, okay, komm. Gut gemacht, aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen. Ja, ja. Nee, oder vielleicht hätte ich lieber den Königzug genommen. Naja. Macht eben um denselben Kram. Die Geldbewertung, die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein. Okay, auf den. Wenn wir dann den gleich den Knockback geben, dürfte der eh down sein. Hier, ein echter Schocker. Das ist so krass, dass sowas ganz gefällt funktioniert. Verabschiede dich von deinem guten Ruf. Das ist echt mega stark. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Vergiss es, ich leite noch mehr Verkaufskrebs ab. Klingt, als wenn die Kunden brauchen Hilfe. Ja, mach du mal. Boah, zwei direkt. Der macht zum Glück nicht so den Schaden. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Ja, ohne Witz. Jetzt gibt's mal richtig aufs Maul. Boah, wie viel Schaden das macht. Ach, weil der auch die Defensive runter hat, ne? Perfekt, nicht gewinnt. Schön, deine kaputte Lippe auf dem Bild. Der Kriegskönig ist der Boss. Schaltet ihn aus. Ja, komm, können wir machen. Normal. Guck mal, sogar der Boss ist eingefroren. Krass. Ein Opfer wurde vermerkt. Fällt der auch aus der Sache? Nee, okay. Oder doch? Nee, lebt noch ganz knapp. Oder doch? Ist er down? Was ist denn jetzt? Sauer, ja, er ist down, okay. Ja, easy going. Call Girl ist echt super stark, finde ich. Oh, es gibt noch mehr Krebsmenschen anscheinend. Oh, danke, Call Girl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Wieso weißt du sowas? Wieso? Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Call Girl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lief, ruf mich an. Na, wir können die looten. Seit die Krebsmenschen weg sind, habe ich eine Chance, Mitarbeiter des Monats zu werden. Willst du auch ein Selfie? Nee. Kacktyp. Okay. Gerösteter Krebsbauch. Aha. War's das jetzt hier? Ich dachte, wir schalten die jetzt so als Verbündete vielleicht frei. Na gut, dann gehen wir zum Kuhnversteck. Ja, ja. Wohin des Wegs? Win, win, win. Rennen, so, hier hin. Schnell. Freedom Pelz. Ach nee, wir müssen in den Keller. Keine Mädchen erlaubt jetzt. Keine. Hätte ja lieber Sex mit Mädchen erlaubt. Das wäre auch lustig. Mädchen. Ah, ja.
Erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Ja, ja. Du bist der Bösewicht, Karten. Was ist los? Diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Das müssen wir natürlich sagen. Wir müssen so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag nicht. Ich krieg Wunder Arsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Bringt Wunderarsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Aha, okay. Dann machen wir jetzt das. Professor Chaos. So, wo müssen wir dafür hin? Hä? Okay. In Butters Haus, ach. Okay, da warte ich hier direkt. Die Freedom Pearls hintergehen? Gut, komm. Ja, komm, Junge. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Ah, da bin ich ja jetzt aber neugierig, du. Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Hey, was? Mann, nicht das Richtige. Was ist das? Nein. Nein. Oh, na also. Mein Lakai. Na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pearls. Warte! Wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey, Dad. Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Was sagen? Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte, bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Oh no. Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Hausarrest Blues. Ich hab den Hausarrest Blues. Ich glaube, ich geb mir den Schuss. Wenn du, mein neuer Homie, es nicht tust. Hm? Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, mal zurück. Oh. Echt? Was? What? Tut mir echt leid, dann halt dass wir so hier festsitzen. Oh. Du bist tot. Yo, was? Krass. Okay. Der Umhang von der Superheldenfigur, ja. Vielleicht anfurzen, vielleicht rastet der Hamster dann aus, ne? Ach, hier unten. Ach, krass, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, wenn du mal deinen Arsch da wegbewegen könntest, Mann. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Wird das so? Ach, guck mal. Und Hamster. Aber wie? Wie kriege ich diesen blöden Hamster? Krass. Bin ich da rausgesprungen? Ah, du bist tot. Wenn ich Hausarrest habe, gibt es keinen Entkommen. Na klar, dass das wieder nichts bringt hier.
Ja, hä, wie denn? Ach echt? Oh. Okay, sie fliegen da kein herstellen, naja. Wie behindert ist da jetzt so ein Hamster, ey. So, nun. Was? Wie? Jo, jetzt dürfen wir das alles nochmal machen. Nein. Ah ne, wir haben den schon. Wie entkommen wir denn jetzt? Also wir haben den fliegenden Lakaien. Kann der denn jetzt irgendwas Cooles machen? Ach, Kunstagram, hau ab. Okay, wir sollen dem den geben. Hey, was sollte das? Echt? Was sollen wir jetzt tun? Ach so. Ach, dann. Ah, das ist also das. Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Ich dachte, das wäre Korkel. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Nein. Oh Gott. Okay. Wie krank. Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Jo, Alter, nee. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Ja. Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling! Was? Echt? Oh Mann. Mit allen? Oh. Da hatte ich schon was drauf. Ach was. Okay, wir müssen die Ulti einsetzen, damit der Hausarrest auf... Alter, Spiel, ernsthaft. Was ist das? Ach so, das ist... Aha. Aha, okay, machen wir das mal. Chaos ist frei! Hey, du hast doch Hausarrest! Hey, Dad, vielleicht weißt du schon, aber ich bin jetzt dein Superheld. Was kann der denn machen? Eine Schleuder rein, Blitz. Verwirrt und schockiert. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das finde ich ganz gut. Komm, machen wir das mal. Mit der Verwirrung, das ist halt echt nice. Ziemlich schockierend, was? Batas, du vergeudest Sturm. Ja, anscheinend schon. Das ist meine saubere Prügelstrafe. Euch gebe ich Hausarrest, euch halt! Nee. Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Ich könnte schwören, ich wollte... Oh. Du schaffst das! Vielleicht besser als die Übung Kai zuerst, aber egal. Vielleicht wegen Heilen, dachte ich. Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, du hast doch Hausarrest! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Cool. Das werden deine Eltern erfahren. Ja.
Der hat echt viel Leben. Wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Für Chaos! Wow, das ist ganz schön cool. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit Energiestrahlen rumspielen? Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest! Nein, sowas würden wir nie tun. Niemals. Los, Wunderarsch! Jetzt macht er da bei der nächsten Runde seinen Hausarrest hin. Ja, keine Ahnung. Hey, du hast doch Hausarrest! Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen! Ja, das ist ja mega ätzend. Ich kann da ja nicht mehr raus, so. Ja, keine Ahnung. Du weißt, die Ulti von vom Chaos ausprobieren. Was macht er da? Die ist nochmal völlig aus dem Konzept. Mhm. Jo. Der neue ist Hausarrest. Ach, ich bin immun. Das ist wie ein Wunder, okay. Leute. Verdammt. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Gehen Sie bitte kacken. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen! Oh, Hamburger! Seid ihr Chaoten jetzt zufrieden? Ja! Mach sie fertig, Saftsack! Ja, warte, erstmal. Wirst du hier mal wieder fit gemacht. Ich mach eigentlich nichts anderes die ganze Zeit, ne? Nein! Du bist ja kein Fall. Du hast doch Hausarrest! Ich bin drin? Okay. Ah ja, so viel Leben hat er auch nicht mehr. Ja, einfach ins Gesicht kratzen. Oh, was? Fuck. Halt still, verdammt! Das nenne ich Disziplin. Nee, warte, mach mal ruhig. Wenn wir es schon können, ich mach könnte schwören, ich wollte gerade... Hau sie weg, Neuer! Okay, wir können ihn jetzt gar nicht. Ja, dann gibt's halt ins Gesicht, mein lieber Herr. Du hast vielleicht Nerven, Kind. Bereit machen für fieses Blinzeln. So was passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Das macht mich nur noch wütender auf Vaters. Na, verflixt. Halt still, verdammt. Das sollte dir Manieren einbläuten. Ja. Komm, du bist jetzt down. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Oh, krass. Ja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Alles voll. Ist er down? Ja, nice. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey, Leute, ich habe keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Nein! Nice. Herrenunterwäschekatalog von 79, ja. Cool. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Ja, dann schnell raus. Puh. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Yeah, jetzt haben wir Chaos auch. Damit können wir jetzt endlich überall diese Stromdinger da die Kabel machen. Aber das werde ich auch jetzt nicht so oft machen, denn ich will schließlich endlich mal hier vorankommen. Für die Folge sollte es auch jetzt sein, dann gehen wir in der nächsten mal gucken, da entweder, wo er jetzt gerade gesagt hat, dass wir hin sollen. Hier Chaos Gambit, genau. Oder die Einladung, ja doch, machen wir zuerst Chaos Gambit weiter. Und dann später zur Einladung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein.